Liebe Brüder und Schwestern, Jesus spricht heute im Evangelium: Ich bin das Brot des Lebens, das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Müht euch nicht ab um die Speise, die verdirbt, sondern um jene, die für das ewige Leben bleibt. Ja, auch eine Aufforderung an uns, eine Ermahnung, eine Ermutigung, das zu suchen, was bleibt für das ewige Leben. Was bleibt für die Ewigkeit? Ja, nur jene, die an Jesus glauben, die ihm vertrauen, können letztlich dieses wahre Brot empfangen, dieses neue göttliche Leben. Die Israeliten im heutigen Evangelium, sie haben nicht an Jesus geglaubt. Sie haben ihn zwar gesucht, aber nur deswegen, weil sie satt geworden sind, wie Jesus sagt. Ja, weil der Hunger ihres Leibes, ihres Magens gestillt worden ist. Sie haben ihn nicht wirklich gesucht, um das Heil Gottes zu erhalten, zu erlangen. Sie waren keine Gottsucher. Sie suchten nur das, was für das irdische, zeitliche Leben ihnen wichtig erschien. Ähnlich wie jene Israeliten, von denen wir in der ersten Lesung gehört haben, die gemurrt haben in der Wüste, während der Wüstenwanderung, ja, die Mose und durch ihn Gott selber Vorwürfe gemacht haben: Ja, du hast uns ja nur aus Ägypten herausgeführt, um uns hier in der Wüste sterben zu lassen. Alles haben die Israeliten damals scheinbar vergessen. Alle Wunder, alle Zeichen, die Gott in Ägypten an dem Pharao und an seinem Heer getan hatte. Diese vielen Plagen, mit denen Gott die Ägypter geschlagen hat, weil der Pharao sich geweigert hatte, das Volk Israel aus der Sklaverei ziehen zu lassen. Sie dachten nicht mehr an die Wohltaten Gottes, an seine Wunder und an dieses gewaltige Wunder am Schilfmeer, wo sie trockenen Fußes durch das Meer gezogen sind, während das Wasser rechts und links stehen geblieben ist wie eine Wand und dann das ganze ägyptische Heer von diesen Wassermassen verschlungen worden ist. Ja, wie machtvoll Gott eingegriffen hat aus Liebe zu seinem Volk. Alles haben sie vergessen, weil sie in der Wüste waren, weil sie nicht das bekommen haben, was sie sich gewünscht haben. Sie haben vergessen, dass sie Sklaven gewesen sind, unfrei, geknechtet, unterdrückt. Ja, geht es auch nicht uns manchmal genauso, dass wir auf die Wohltaten Gottes vergessen, dass wir nur an das bequeme Leben denken, an das, was wir zurückgelassen haben, um Jesu willen, um des Glaubens willen. Oft vergessen wir, wie groß dieses Geschenk des Glaubens ist, wie kostbar dieser Glaube an Gott, dieser Glaube an Jesus und wie kostbar das ist, was der Herr uns besonders in der heiligen Eucharistie schenkt. Nicht nur Speise für den Leib, für den Körper, sondern das wahre Brot, nach dem unsere Seele hungert, nach dem unsere Seele dürstet, ja, die Gemeinschaft mit Gott. Jesus wird für uns zum Brot des Lebens. Er möchte uns mehr geben als nur das, was die Bedürfnisse unseres Leibes betreffen. Mehr als das, was materiell ist. Wir sind bestimmt für die Ewigkeit, für das ewige Leben. Und die zeitlichen Dinge sollen wir so gebrauchen, damit wir die ewigen nicht verlieren. Wir sollen Jesus treu bleiben, dem Glauben der Kirche. Wir sollen uns nicht drehen wie so eine Fahne im Wind, je nachdem, woher der Wind kommt, wie es gerade der augenblickliche Vorteil ist,
wo wir meinen, jetzt ist es am angenehmsten, wenn wir uns so ausrichten nach der allgemeinen Meinung, nach dem, was so der Mainstream ist. Ja, wir müssen auch in Jesus diese Kraft finden, gegen den Strom zu schwimmen. Auch das zu tun, zu sagen, was nicht populär ist, was nicht angenehm ist, die Gebote Gottes zu halten. Hier halten wir fest am Wort Gottes, an seinen Geboten. Richten wir uns aus an ihm und suchen wir nicht das angenehme und bequeme Leben, sondern suchen wir das wahre Glück, das nur Gott allein uns schenken kann, das Jesus uns schenkt, weil er unsere Speise ist, die Nahrung für unser zeitliches und für unser ewiges Leben. Jesus möchte uns stärken mit sich selbst, uns mit sich selbst verbinden. Dann haben wir die Kraft, auch durch die Wüste zu gehen, auch so manche Durststrecke durchzustehen, manchen Mangel auch in Kauf zu nehmen, weil der Herr uns dann überreich beschenkt mit seinen Gaben. Und letztlich verlieren wir nichts, sondern letztlich gewinnen wir immer viel mehr, als wir zu verlieren scheinen. Vertrauen wir dem Herrn, seiner rettenden Macht, und lassen wir uns nicht zu Sklaven machen. Schauen wir nicht zurück, wie die Israeliten in der Wüste, zurück nach Ägypten zum Sklavenhaus, wo scheinbar alles so angenehm und bequem war, wo es keine Trockenheit, keine Mühe gab, aber wo sie vergessen haben, wie unfrei, wie unterdrückt sie gewesen sind. Ja, lassen wir uns vom Herrn befreien. Er befreit uns von aller Sünde, von aller Schuld, ja von dieser Sklaverei, die letztlich vom Teufel kommt, vom Bösen. Lassen wir uns nicht verwirren, lassen wir uns nicht täuschen von Menschen, die vielleicht sagen, ja, ihr seid dumm, weil ihr nach dem Glauben lebt, weil ihr die Gebote Gottes haltet, sondern letztlich wird das, was in der Welt, in den Augen der Menschen manchmal Torheit ist, was Verlust scheint, zum Gewinn. Und das, was töricht und ja unsinnig erscheint, wird letztlich zum Heil und offenbart die wahre Weisheit, weil wir mit Gott das ewige Leben gewinnen. Ja, dieses gelobte Land, zu dem auch das Volk Israel unterwegs war. Der Herr, er ist unsere Kraftquelle. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Ihm dürfen wir vertrauen. Amen.